Herzlich willkommen zu unserer Serie Zeitenwende, die Ära der Rebellion. Wir wollen uns jetzt in unserem Kapitel die Sekte des Nazareners einmal anschauen, wer ist eigentlich die Gemeinde Gottes und woran erkennt man sie? Ich meine, es gibt ja nun viele Gruppen in der Welt, die sagen, wir sind die Gemeinde Gottes, wir sind die Gemeinde Jesu. Aber wer ist eigentlich wirklich die Gemeinde Gottes und was ist ihr Erkennungszeichen? Das wollen wir gemeinsam studieren und mal schauen, was die Bibel uns dazu zu sagen hat. Bevor wir in die biblischen Texte hineinkommen, wollen wir mit einem Gebet starten und wollen Gott bitten, dass er uns hilft, dass wir alles in rechter Weise verstehen. Lasst uns beten. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir dankbar dafür, dass wir gemeinsam wieder studieren dürfen, dass wir deinem Wort nachschlagen können, um Weisheit zu lernen. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass dein Heiliger Geist uns begleitet im Studium, damit wir alles in rechter Weise nach deinem Willen verstehen. Und hab Dank dafür. Im Namen Jesu. Amen. Nun, wir wollen mit dem ersten Text beginnen. Den finden wir hier in Offenbarung 12 im ersten Vers. Und dort wird die Gemeinde Jesu beschrieben. Denn es heißt hier, und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Nun, das ist ein prophetisches Bild, das wir hier sehen. Also ein prophetisches Bild muss auch ausgelegt werden. Das heißt, auch hier müssen wir uns wieder fragen, wofür steht die Frau, wofür steht die Sonne, was meint der Mond und was meinen die Sterne? Und wenn wir das wieder zusammengepuzzelt kriegen, dann haben wir hier wieder ein schönes Bild, das uns etwas über die Gemeinde Jesu zeigt. Nun, wir müssen ja nach Martin Luther sola scriptura, also immer die Bibel fragen, was meinen diese Symboliken, wie legen wir sie richtig aus? Zunächst gucken wir uns mal die Frau an. Und das Symbol der Frau steht in der Bibel eigentlich für was? Dazu lesen wir Jesaja 54, Vers 5. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann, Herr der Herrscharen ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Er wird Gott der ganzen Erde genannt. Nun, zu wem spricht Gott hier? Er spricht zu seinem Volk, zu seiner Gemeinde. Nun, es heißt hier, dein Schöpfer ist dein Ehemann. Nun, wenn Gott, also der Schöpfer, der Ehemann ist, ja, was ist dann die Gemeinde? Ist die Ehefrau, ist die Frau Gottes. Also mit dem Symbol der Frau wird hier die Gemeinde beschrieben. Und das ist ganz interessant für uns zu wissen, denn wenn wir auch in der Offenbarung dieses Symbol der Frau haben, müssen wir im Gedächtnis behalten, es ist Prophetie, also ist die Frau irgendeine Form einer Gemeinde. Es gibt in der Bibel übrigens diese zwei Frauen. Das eine ist die reine Frau, die Gemeinde Gottes, und das andere ist die Hure, die Prostituierte, also eine falsche Gemeinde, also eine Gemeinde, die mehrere Männer hat oder mehrere Götter hat. Nun hier, die reine Gemeinde ist immer ein Symbol, oder die reine Frau immer ein Symbol für die Gemeinde Gottes. Lesen wir mal weiter, denn es gab noch andere Symbole. Es wurde noch von der Sonne, von dem Mond und von den Sternen berichtet. Gucken wir uns zunächst die Sonne an. Über die Sonne finden wir hier zum Beispiel einen Text in Maleachi 3, Vers 20. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Nun, in diesem Text hier wird die Sonne der Gerechtigkeit genannt. Das ist schon ein ganz guter Hinweis, denn die Frau war ja bekleidet mit der Sonne. Sie war also bekleidet mit Gerechtigkeit. Ja, mit Gerechtigkeit bekleidet, was meint das? Lesen wir noch einen anderen Text dazu in Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich sehr in dem Herrn, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Nun, hier wird beschrieben, dass sie sich angelegt hat mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Sie wurde also gekleidet in einem Mantel der Gerechtigkeit. Und auch der vorherige Text sagte, sprach über diese Sonne und nannte sie die Sonne der Gerechtigkeit. Und diese Frau ist gekleidet in die Sonne. Und sie ist gekleidet in die Sonne der Gerechtigkeit, in den Mantel der Gerechtigkeit Jesu. Wir schauen uns nochmal an den Text in Offenbarung 19, Vers 7 und 8, denn hier finden wir was ganz Ähnliches. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand
ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Die Gerechtigkeit der Heiligen. Also worin hüllen sich die Heiligen ein? Es ist die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die sie von Jesus Christus bekommen. Die Gerechtigkeit Jesu ist ihre Gerechtigkeit geworden. Sie sind tatsächlich gekleidet in der Sonne der Gerechtigkeit. Nun bleibt noch ein Symbol, das wir noch klären müssen. Oder zwei noch. Eine ist der Mond. Denn der Mond war ja unter ihren Füßen. In diesem Symbol stand ja die Frau dort auf dem Mond mit der Sonne bekleidet. Wofür steht der Mond, der da unter ihren Füßen war? Was ist das Fundament der Frau? Worauf steht sie mit beiden Füßen? Nun, der Mond wird als Licht in der Nacht beschrieben. Wenn es finster ist, scheint der Mond. Nun, was ist denn das Licht in der Finsternis, das uns den Weg weisen soll nach der Bibel? Und dazu schauen wir mal in Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Nun, die Bibel sagt, dass die Leuchte in der Finsternis für uns das Wort Gottes ist. Nun, der Mond, als er gemacht wurde in der Schöpfung, es heißt genau so, er soll ein Licht sein in der Dunkelheit. Das Licht in der Dunkelheit ist für uns das Wort Gottes. Und in diesem Symbol der Frau, hier stand die Frau auf dem Mond. Das Fundament dieser Frau, der Gemeinde Jesu, ist also das Wort Gottes. Genau wie Martin Luther das gesagt hat, sola scriptura, einzig die Bibel, einzig die Schrift. Das ist das Fundament der Gemeinde. Die Gemeinde steht mit beiden Beinen auf dem Worte Gottes. Bleiben noch die Sterne. Schauen wir uns nochmal die Sterne an, denn die Frau war ja gekrönt mit diesen Sternen. Wofür stehen die Sterne? Dazu lesen wir den Text in Daniel 12, Vers 3. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Nun, wer wird hier genannt als die Sterne? Es sind die, die viele zur Gerechtigkeit weisen. Es sind also Menschen wie du und ich, Menschen, die das Evangelium anderen weitergeben. Sie werden als Sterne bezeichnet und es ist ein schönes Symbol, denn Sterne, zum Beispiel in der Seefahrt, werden sie als Orientierung benutzt. Sie sind ein Licht in der Dunkelheit, um Menschen Orientierung zu geben. Dafür waren die Sterne gemacht. Und auch wir sollen in der dunklen Weltzeit, in der wir leben, Menschen Orientierung geben, damit sie die Heimat wiederfinden können, nämlich Jesus Christus und sein Reich. Und so wird die Gemeinde Gottes auch beschrieben. Wir gucken uns das ganze Symbol noch einmal an. Dieses Symbol, das in Offenbarung 12, Vers 1 beschrieben ist. Eine Frau, also die Gemeinde, steht mit beiden Beinen auf dem Worte Gottes, auf dem Mond. Sie ist gekleidet, nicht in ihrer eigenen Gerechtigkeit, sondern in der Gerechtigkeit Jesu. Und gekrönt ist sie mit diesen 12 Sternen. Ihre Krone ist ihre Missionsarbeit. Sie gibt anderen Orientierung. Sie gibt das Wort Gottes an andere Menschen weiter. Und das soll sie auch tun. Dafür ist die Gemeinde gegründet worden. So wird die Gemeinde Gottes also beschrieben. Jetzt wollen wir uns die Gemeinde Gottes mal zu unterschiedlichen Zeitpunkten angucken. Also zum Beispiel zur Zeit Jesu. Also wie war die Gemeinde eigentlich zur Zeit Jesu? Dazu lesen wir einen Text in Johannes 8, Vers 31 und 32. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und Christus sagte hier zu den Juden, die an ihn geglaubt haben, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Also, eines der Kennzeichen der Gemeinde Jesu ist, dass sie in seinem Wort bleiben. Dass die Bibel wirklich verbindlich für sie ist, dass das Wort Gottes ihr Wegweiser ist und ihre Richtschnur. Nun, danach heißt es dann hier in Johannes 8, Vers 33 und 34, sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Ja, Moment. Was für eine Sünde. Die Juden sagen, wir sind nie Knechte gewesen. Das ist nicht ganz wahr, nicht wahr? Sie waren in Knechtschaft in Ägypten. Sie sagen, wir sind Abrahams Same. Wir sind nie jemandes Knechte gewesen. Aber Christus sagt,
Wenn ihr in der Sünde seid, seid ihr Knechte der Sünde. Nun, die Juden, waren das nicht eigentlich fromme Menschen? Ich meine, was war ihre Sünde? Was haben sie denn falsch gemacht? Christus erzählt was ganz Interessantes in Matthäus Kapitel 3 und das schauen wir uns mal gemeinsam an. Ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Also das Problem der Juden zur Zeit Jesu war, sie haben Menschengebote dahin gesetzt, wo Gottes Gebote stehen sollten. Sie haben Gottes Gebot verdrängt durch Menschengebote. Sie halten menschliche Überlieferung, also Tradition, anstatt das Wort Gottes. Und das war ein Problem. Damals zur Zeit Jesu, wenn wir uns die Szenerie vorstellen, damals der Tempel und die Schriftgelehrten und Pharisäer des Priestertums, wenn wir uns diese drei Gruppen angucken, dann sehen wir, dass sie sehr, sehr verstrickt waren in Tradition, in menschliche Gebote und das Wort Gottes außen vor gelassen haben. Es sah so aus, als wären sie Gottes treues Volk, aber eigentlich folgten sie menschlichen Traditionen und hatten die alten Schriften oder, wie wir heute sagen, die Bibel, nicht mehr als Wort Gottes verbindlich angenommen. Ihre Tradition, ihre Tempeltradition, ihre Glaubenstradition überwogen. Nun, so kam es, dass Jesus Christus bei diesen religiösen Führern irgendwann auf Ablehnung stieß, weil Christus sich nicht an die menschlichen Traditionen gehalten hat, sondern Christus hat ganz treu nach der Heiligen Schrift gelebt. Und das war natürlich provozierend für die religiösen Führer des Volkes damals. Und so kam es, dass die religiösen Führer damals die Verhaftung von Jesus Christus veranlassten. Sie taten sich also mit dem Staat zusammen, mit der Staatsmacht und veranlassten, dass Christus verhaftet und dem Richter vorgeführt wird. Und so heißt es hier in Markus 15, Vers 1, und gleich in der Frühe fassten die obersten Priester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat einen Beschluss und führten Jesus gebunden hin und lieferten ihn dem Pilatus aus. Was ist passiert? Nun, die höchsten Führer, die religiösen Führer, also wir würden heute sagen die Kirchenobersten, also die Führer der Religion damals in Israel, sie brachten nun den Angeklagten Jesus Christus zum Staat, zur Staatsmacht, zu Pilatus, dem damaligen Herrscher dort. Nun, Kirche und Staat tun sich zusammen jetzt gegen denjenigen, der nach dem Gesetz Gottes lebt. Lesen wir mal weiter. Und die obersten Priester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Er aber antwortete ihnen nichts. Es waren die obersten Priester, die ihn anklagten. Und dann heißt es, Pilatus aber wusste, dass die obersten Priester ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Also Pilatus hatte gar kein Interesse daran, Christus gefangen zu nehmen oder ihn gar hinrichten zu lassen. Er wusste, dass er falsch angeklagt wurde und dass man ihn ausliefern wollte, weil man neidisch auf ihn war. Es war keine echte Anklage. Der Staat wusste das, dass die Kirche zu der Zeit eine falsche Anklage erhebt. Und so heißt es dann hier in Vers 12 und 13, und Pilatus antwortete und sprach wiederum zu ihnen, was wollt ihr nun, dass ich mit dem tue, den ihr König der Juden nennt? Sie aber schrien wiederum, kreuzige ihn. Und so kam es, dass Jesus Christus tatsächlich auch gekreuzigt wurde. Also die religiöse Institution seiner Zeit klagte ihn an bei der Staatsmacht und der Staat verursachte seine Hinrichtung, weil er sich an das Wort Gottes gehalten hat und nicht an menschliche Traditionen. Und so starb der Erlöser der Welt. So starb Jesus Christus damals am Kreuz, verraten von seiner Kirche, ausgeliefert an den Staat, unschuldig hingerichtet. Was ist mit seinen Jüngern danach? Wie erging es ihm? Christus war ein Beispiel. Wir schauen uns mal seine Jünger an. Und dazu lesen wir zunächst mal Prediger 1, Vers 9, denn hier lesen wir etwas Interessantes. Was einst gewesen ist, das wird wieder sein. Und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also Geschichte wiederholt sich. Was mit Christus passiert ist, wird höchstwahrscheinlich auch mit seinen Nachfolgern passieren. Wir kennen vielleicht die Geschichte der ersten Gemeinde. Und vielleicht erinnern wir uns an die Geschichte von Stephanus, einem der ersten sieben Diakone. Er war ein treuer Verkündiger des Wortes und er hat damals
die Menschen zu Christus geführt durch seine Predigten. Wer Anstoß nahm, das waren damals wieder die religiösen Führer, also die Kirche. Die Kirche sah das, sagte, das ist nicht richtig, was er tut. Wir werden ihn umbringen. Und so wurde Stephanus gesteinigt. Und unter den Leuten, die Stephanus steinigten, stand einer bei, den wir unter Saulus von Tarsus kennen. Es war ein hoher Pharisäer, ein Hochgelehrter, ein Schüler Gamaliels. Und er hielt damals die Kleider derer, die Stephanus gesteinigt haben. Nun, aus diesem Saulus von Tarsus sollte später jemand ganz Besonderes werden. Aus Saulus von Tarsus wurde Paulus, der große Missionar der Heiden. Und Paulus sind heute viele, viele Briefe noch überliefert, die er geschrieben hat. Und Paulus hat viel Gutes bewirkt in der Welt. Er hat das Evangelium in die damals bekannte Welt getragen und Paulus wurde zu einer starken Säule der Gemeinde. Und Paulus verkündigte überall das Wort Gottes frei heraus. Und viele Menschen bekehrten sich aufgrund seiner Predigten. Und so kam es natürlich, dass auch Paulus irgendwann in die Missgunst der Pharisäer fiel, der kirchlichen Leitung, weil er sich nicht an menschliche Traditionen mehr hielt, sondern jetzt treu dem Wort Gottes folgte. Und so nahmen sie Anstoß an ihm und so sollte auch er angeklagt werden. Und die Geschichte können wir hier lesen. Apostelgeschichte 24,1. Nach 5 Tagen aber kam der Hohepriester Ananias mit den Ältesten und einem Anwalt, einem gewissen Tertullus, herab. Und sie erschienen vor dem Statthalter gegen Paulus. Also hier sehen wir, der Hohepriester wieder, also der oberste religiöse Führer, kommt zusammen hier mit einem Anwalt, ein sehr cleverer Anwalt übrigens, Tertullus hat er geheißen, und sie wollen jetzt Paulus verklagen beim Statthalter. Und das machen sie. Das heißt dann hier, in Verse 2 bis 4, als dieser aber gerufen worden war, begann Tertullus mit der Anklagerede und sprach, dass wir viel Frieden durch dich genießen und dass diesem Volk durch deine Fürsorge heilsame Zustände geschaffen worden sind, das erkennen wir alle Zeit und überall an, hochedler Felix, mit aller Dankbarkeit. Damit ich dich aber nicht allzu sehr bemühe, bitte ich dich, uns in Kürze nach deiner Freundlichkeit anzuhören. Nun, das war das Eröffnungsplädoyer von Tertullus, der Anwalt, sehr clever. Also er schmeichelt dem König hier und jetzt wird Paulus gerufen und Paulus steht nun zwischen ihnen und jetzt wird Paulus verklagt. Und wir lesen hier, wir haben nämlich diesen Mann als eine Pest befunden, als einen, der Aufruhr stiftet unter allen Juden in der ganzen Welt, als ein Anführer der Sekte der Nazarener. Also hier wird die Gemeinde Jesu die Sekte der Nazarener genannt und es kommt von Tertullus, von dem Anwalt. So wurde sie damals genannt. Es ist eine Sekte. Sie halten sich nicht an die überlieferten Traditionen, also an die Menschengebote. Die folgen der Heiligen Schrift. Die folgen dem Worte Gottes. Es ist eine Sekte, die Sekte des Nazareners. Nun, auch hier sehen wir, die damalige Kirche tat sich zusammen mit der Staatsmacht. Staat und Kirche kamen zusammen und sie gingen gegen das Volk Gottes vor. Auch Paulus musste die Staatsmacht spüren und Paulus kam ins Gefängnis. Sie sperrten ihn ein und erst lange, lange Zeit später ließ man ihn wieder frei. Er war über einige Jahre im Gefängnis. Wir lesen hier in Apostelgeschichte 24, 27. Als aber 2 Jahre verflossen waren, bekam Felix den Portius Festus zum Nachfolger. Und da sich Felix die Juden zu Dank verpflichten wollte, ließ er Paulus gebunden zurück. Also auch nach diesen 2 Jahren ist Paulus nicht auf freien Fuß gekommen. Man hat ihn im Gefängnis gelassen, einfach um ein gutes Ansehen bei den Juden zu haben. Deswegen wurde Paulus ein treuer Nachfolger Jesu von Felix im Gefängnis gelassen. Und so sollte es auch vielen seiner Nachfolger ergehen. Was Christus geschehen ist, geschieht auch seinen Nachfolgern. Und die Geschichte wiederholt sich. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Staat und Kirche vereinen sich und wenden sich gegen das Volk Gottes. Was wir jetzt machen wollen, ist ein Studium durch die Offenbarung. Wir wollen gemeinsam Offenbarung 12 studieren. Ein ganz besonderes Kapitel in der Offenbarung, in dem wir die Gemeinde Gottes sehen und ihren Kampf sehen können. Dazu beginnen wir wieder im ersten Vers. Wir hatten Offenbarung 12,1 schon gelesen. Wir gucken noch einmal hinein und sehen die Gemeinde Gottes und sehen dann die Geschichte der Gemeinde Gottes. Offenbarung 12, Vers 1. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel.
eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Nun, dieses Bild kennen wir schon. Wir hatten es ganz am Anfang gesehen. Hier wird die Gemeinde beschrieben, deren Fundament das Wort Gottes ist. Sie ist bekleidet in die Gerechtigkeit Jesu. Das weiße Gewand seiner Gerechtigkeit trägt seine Gemeinde und jeder, der zu dieser Gemeinde gehört. Und gekrönt ist sie mit ihrer Missionsarbeit. Sie weist den Menschen den Weg zu Christus. Das soll die Gemeinde Jesu auszeichnen, so wird sie dargestellt. Jetzt schauen wir sie uns mal an und was damit passiert mit dieser Gemeinde. Nun, die Geschichte beginnt kurz vor Jesu Geburt. Es heißt hier in Offenbarung 12, Vers 2, und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Nun, es war ja diese Verheißung gegeben worden an Eva damals, aus deinem Nachkommen wird einer hervorkommen, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Also der Messias, der Gesalbte, der König, auf den sie alle gewartet haben. Und das Volk wartete, dass er dann endlich kommt. Und die Zeit ist kurz zuvor ist hier die Zeit beschrieben, denn es heißt hier, und sie war schwanger, also die Gemeinde war schwanger, das Kind sollte kommen. Es war noch nicht da, aber es sollte jetzt kommen. Also wir sind ganz kurz vor der Geburt Jesu. Und dann heißt es hier, Vers 3 und 4, und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Siehe, ein großer, feuerroter Drache. Der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Und sein Schwanz zog den 3. Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Nun, ein Drache? Ein Drache kommt mit 7 Köpfen? Also zunächst mal Drache, das Symbol des Drachen kennen wir schon. Wird auch in Offenbarung 12, also im gleichen Kapitel, beschrieben, nämlich in Vers 9. Der Drache wird hier beschrieben, es heißt, und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Also das Symbol des Drachen ist der Teufel. Nun, dieser Teufel wird aber hier besonders beschrieben, denn der Drache hatte ja hier 7 Köpfe und Kronen auf den Köpfen. Also der Drache zu einer bestimmten Zeit. Irgendwas hat der Drache hier besonders. Der Drache wird hier in einer besonderen Art und Weise beschrieben, damit wir wissen können, zu welcher Zeit das stattfindet. Nun, der Drache hatte 7 Häupter mit Kronen drauf. Wenn wir jetzt Offenbarung 17 hinzuziehen und dort Vers 9 lesen, dann können wir auch schnell erkennen, was hier gemeint ist. Hier heißt es, hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe sind 7 Berge. 7 Köpfe sind 7 Berge. Wo in der Welt finden wir denn 7 Berge, die zusammen irgendwie so eine Einheit bilden? Nun, es gibt einige Städte in der Welt, die auf 7 Hügeln oder auf 7 Bergen gebaut worden sind. Vielleicht die bekannteste, die berühmteste und auch die, die wir hier suchen, ist natürlich die Stadt Rom. Rom wurde auf 7 Bergen gebaut. Und warum ist das wohl die Stadt, die wir hier suchen? Weil wir genau in dieser Zeit sind, nicht wahr? Also die Gemeinde war schwanger, der König sollte hervorkommen, also Christus sollte kommen. Und dann wird der Drache gezeigt, aber der Drache hatte 7 Häupter. Aber die 7 Häupter stehen für die 7 Berge, auf denen er sitzt. Also zur Zeit, als Christus geboren wurde auf dieser Welt, war Rom die führende Weltmacht. Und genau die benutzt der Drache jetzt, also der Teufel, um seine Vorhaben zu verwirklichen. Der Drache regierte zu der Zeit ganz Europa durch das römische Heer, durch die römische Staatsmacht. Nun, jetzt gucken wir uns mal den nächsten Vers an. Wir lesen mal mehr jetzt über diesen Drachen. Also der Drache wird beschrieben mit diesen 7 Häuptern und er war zu der Zeit da, als die Frau schwanger war. Und dann heißt es hier in Offenbarung 12, 4, im zweiten Teil, und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Also der Teufel benutzt also den römischen Machtapparat und er versucht mit diesem römischen Machtapparat nun das Kind zu töten, das die Frau auf die Welt bringt. Und der Drache wartet jetzt. Und ist das wirklich passiert? Ist das so in Erfüllung gegangen? In der Tat. Wir kennen vielleicht die Geschichte, als diese Schar Weiser aus dem Morgenland kam zur Geburt Jesu. Als er in Bethlehem geboren worden ist, kamen einige Weisen und sie brachten auch Geschenke mit und sie folgten ja diesem Stern. Sie wussten, jetzt ist die Zeit,
dass der König, der Messias, der Gesalbte, der Christus geboren werden soll. Und sie kommen nun in das Land Israel und gehen zunächst zum König Herodes. Und sie sprechen mit ihm und sagen, wo ist denn das Kind geboren worden? Wo müssen wir denn hin? Und Herodes sagt, Moment, welches Kind? Der Messias? Ihr meint den König, der soll geboren werden? Dann sagt er zu seinen Weisen, forscht das mal, studiert das mal, wo der geboren werden soll. Und seine Weisen sagen, in Bethlehem Ephrata, in der kleinen Stadt nahe Jerusalem, in Bethlehem soll der Messias geboren werden. Nun, jetzt werden die Weisen losgeschickt, diese Schar der Weisen, und sie besuchen jetzt Christus in seiner Krippe. Und dann, Herodes hatte sie gebeten, kommt wieder zu mir zurück und sagt mir, wenn ihr das Kind gefunden habt, wo es ist, denn ich möchte ihm auch huldigen. Eigentlich wollte er das Kind töten. Aber was heißt dann hier? In Matthäus 2, Vers 12 und 13. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Als sie aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef im Traum, und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. In der Tat, der Drache wollte das Kind verschlingen, sobald es geboren wird. Und er wartete. Nun, die Weisen zogen zurück in ihr Land, ohne Herodes zu sagen, wo das Kind ist. Und Herodes ist nun zornig und er versucht, etwas Furchtbares zu machen. Das heißt hier in Matthäus 2, Vers 16, als sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Herodes hat also genau nachgeforscht, wann soll dieser Messias kommen. Und er wusste, er müsste jetzt irgendwann geboren sein. Also, ich weiß nicht, welcher von denen der Messias ist. Also bringe ich alle Kinder um in ganz Bethlehem. Es muss furchtbar gewesen sein. Ein Massaker ist damals passiert und ist zum Alten Testament schon angekündigt worden. Christus war aber gerettet, er ist nach Ägypten geflohen mit seinen Eltern und sollte später zurückkommen. Aber tatsächlich, der Drache stand vor der Frau und wartete, dass das Kind geboren wird, um es zu verschlingen. Im nächsten Vers sehen wir hier, Offenbarung 12, Vers 5. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Nun, Christus wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Ja, er ist auf die Welt gekommen. Der Drache hat ihn nicht töten können. Er floh nach Ägypten. Er kam als Kind zurück, wuchs in Nazareth auf, ist dann getauft worden mit ungefähr 30 Jahren und war von da an der Messias und verkündigte das Wort Gottes in ganz Israel, in Juda und in der Umgebung. Nun, dann heißt es hier, dass er entrückt wurde zum Thron Gottes. Ist das passiert? Wurde Christus wirklich zum Thron Gottes entrückt? Ja, wir kennen die Geschichte aus der Apostelgeschichte im 1. Kapitel, Vers 9. Denn da heißt es, und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, von ihren Augen weg. Hier wird beschrieben, wie Christus in den Himmel gefahren ist. Also, was hier in der Offenbarung stand, hat sich genau erfüllt, Offenbarung 12, Vers 5. Gehen wir mal einen Schritt, einen Vers weiter in Offenbarung 12, Vers 6. Hier heißt es, und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernährte. Wüste? 1260 Tage. Irgendwie kommt uns das bekannt vor. Nun, was ist eigentlich diese Wüste? Also, die Wassermassen kennen wir schon in der Bibel. Die Wassermassen stehen nach Offenbarung 17, Vers 5, für die Völker. Völkermassen. Scharen. Offenbarung 17, Vers 15. Wir können ihn hier mal lesen. Und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Offenbarung 17, 15 sagt also, die Wasser sind die Nation, das ist das Völkermeer. Wenn die Wasser für das Völkermeer stehen, wofür steht dann wohl die Wüste? Wahrscheinlich für einen Platz, in dem keine Menschen wohnen, in dem kein Wasser gegenwärtig ist. Und die 1260 Tage? Die Gemeinde sollte fliehen 1260 Tage lang. Nun, wir hatten das in unserem letzten Kapitel schon gesehen.
eine prophetische Zeitweissagung. Es war ja Sir Isaac Newton, der damals dies ausgelegt hat. Je einen Tag will ich dir für ein Jahr auferlegen, diesen Vers aus Hesekiel 4. Demnach entsprechen 1260 Tagen, 1260 Jahren. Und wir kennen diese Zeitspanne, wir haben sie in unserem letzten Studium schon gelernt. Diese Zeitspanne war von 538, also der Zeitpunkt, als der Papst damals Staatsmacht bekam, bis zum Jahre 1798. Diese 1260 Jahre waren die Spanne der päpstlichen Vorherrschaft in Europa. Und genau in dieser Zeit musste die Gemeinde fliehen. Denn die Gemeinde Gottes war ja gekennzeichnet dadurch, dass sie fest auf dem Worte Gottes stand. Aber jeder, der in dieser Zeit auf dem Worte Gottes stand und menschliche Tradition abgelehnt hatte, wurde verfolgt. Denn der Papst sagte ja, dass er die göttliche Autorität hat und er sagt, was richtig und was falsch ist. Die Bibel durfte auch nicht gelesen werden. Also hatte der Papst angefangen, die Christen zu verfolgen in dieser Zeit und sie mussten tatsächlich in die Wüste fliehen. Ja, wo sind sie hingeflohen? Naja, viele sind in die Berge geflohen, in die Alpen, in unwirtliche Gegenden und haben da gewohnt. Wir kennen sie zum Beispiel, die Waldenser, die Albingenser. Die hatten da über 1000 Jahre lang gelebt in den Alpen, weil sie geflohen sind vor der päpstlichen Macht. Die Bibel hat es schon vorausgesagt. Wir lesen die nächsten Verse, Offenbarung 12, 7 und 8. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Nun, diese Verse kennen wir schon. Was jetzt hier passiert, ist ein Einschub. Also, wir haben gesehen, wie die Gemeinde geflohen ist. Und jetzt kommt so ein Rückblick. Jetzt wird gezeigt, es gab einen Kampf im Himmel. Also, jetzt wird eine zweite parallele Schiene eröffnet, eine Zeitlinie. Und diese Zeitlinie läuft jetzt parallel zu der, die wir eben gerade hatten. Diese Verse hatten wir schon ausgelegt in unserem ersten Thema, das wir zusammen studiert haben. Also, Michael ist Jesus, der Drache ist der Teufel und die beiden hatten diesen Kampf im Himmel. Und der Teufel hat verloren und so wurde er aus dem Himmel verbannt. Und er wurde auf die Erde geworfen. Und dann lesen wir mal weiter. Wir überspringen jetzt die Verse, die wir schon im ersten Kapitel gelesen hatten, unserem ersten Teil, und springen jetzt direkt in Vers 13. Und da heißt es, und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau. Nun, wann ist denn der Drache auf die Erde geworfen worden? Das ist doch schon lange, lange her, oder? Es war nicht damals der Fall im Himmel, als er vom Thron Gottes verbannt wurde. Es war der Fall am Kreuz. Wir lesen mal, was Jesus dazu sagt. Johannes 12, 31 und 32. Christus sagt, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Und Christus beschreibt hier, dass der Satan gefallen ist, also der Fürst dieser Welt ist gefallen, kurz. Also er sagt das hier kurz, bevor er am Kreuz stirbt. Wenn er von der Erde erhöht ist, wenn er also ans Kreuz genagelt wird, wenn er angeschlagen wird und dann später auch in den Himmel fährt, er wird alle Menschen zu sich ziehen. Dort ging ein Gericht über diese Welt. Der Fürst dieser Welt wurde hinausgeworfen. Der Satan ist gefallen am Kreuz, weil der ganze Himmel sagen konnte, stimmt, Satan ist ein Lügner, er ist ein Sünder und er ist böse. Denn er hat einen Unschuldigen umgebracht. Von jetzt an war es bewiesen. Christus hatte bewiesen, dass der Teufel ein Lügner ist. Und dann lesen wir hier noch in diesem Vers, in dem 13. Vers. Als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Ja, wie machte er das? Wie verfolgte der Drache denn die Frau, die den Knaben geboren hatte, also die Gemeinde? Nun, wir wissen es aus der Geschichte mit dem Römischen Reich. Also die römischen Heere verfolgten nun die Christen. Und schon die erste Gemeinde sollte das zu spüren bekommen. Denn schon in der ersten Gemeinde wurden Paulus und Petrus und Jakobus und wie sie alle heißen, die Jünger, alle umgebracht. Sie starben alle als Märtyrer. Und Johannes, der letzte der Apostel, wurde verbannt nach Patmos. Die Römer wollten ihn dort auch umbringen. Tatsächlich benutzte der Drache das Römische Reich, um die Christen auszurotten. Hier auf diesem Bild hier sehen wir das Gefängnis, in dem
Paulus eingesperrt gewesen sein soll unter Kaiser Nero. Dort starb Paulus auch. Und kurze Zeit später, also nach der Zeit Nero, sehen wir, wie zum Beispiel unter Diokletian die Christenverfolgung wirklich schlimm wurde, einen Höhepunkt erreichte, als die Christen reihenweise in der Arena umgebracht worden sind. Sie wurden teilweise lebendig verbrannt, sie wurden von wilden Tieren getötet, sie wurden umgebracht, reihenweise auch in den Straßen. Also das Volk Gottes sollte ausgelöscht werden und der Teufel bediente sich der römischen Staatsmacht. Doch dann veränderte sich etwas. Und wir lesen mal Offenbarung 12, Vers 14. Und es wurden der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann, an ihren Ort, wo sie ernährt wird, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Nun, auch hier sehen wir wieder diese Zeitspanne. Eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit, also diese dreieinhalb Zeiten, dreieinhalb Jahre oder 42 Monate oder 1260 Tage ist genau die gleiche Zeitspanne. Und hier docken wir wieder an unsere alte Geschichte an. Wir hatten ja diese kleine Unterbrechung, als der Fall Satans beschrieben wurde. Und jetzt wird angedockt wieder an diese 1260 Jahre, diese Papstherrschaft. In dieser Zeit musste die Frau jetzt in die Wüste fliehen. Also die Gemeinde musste an einen Platz für 1260 Jahre, um in Sicherheit zu sein. Und diese 1260 Jahre, das ist genau diese Zeit der päpstlichen Vorherrschaft von 538 bis 1798. Und jetzt gucken wir uns diese Zeit einmal an. In dieser Zeit, in diesen 1260 Jahren, floh die Gemeinde damals zum Beispiel, wie wir es hier sehen, in die Alpen. Und da oben haben sie ihre Wohnung gehabt, ihre Häuser gebaut, wirklich in unwirtlichem Gebiet. Sie mussten oft im Winter in die Täler runterkommen, weil der Schnee zu stark war in höheren Regionen und sind dann im Sommer wieder hochgezogen. Und wenn sie erwischt worden sind, dass sie da irgendwo leben und dass sie vielleicht sogar die Bibel verbreiten, was sie gemacht haben, damals die Waldenser zum Beispiel, wurden sie direkt umgebracht. Die Waldenser waren damals die großen Missionare in Europa. Sie zogen aus ihren Häusern in den Alpen los und haben ganz Europa bereist, zu Fuß oftmals, und haben Abschriften der Bibel weitergegeben an die Menschen, damit sie das Wort Gottes immer noch hatten. Sie waren wirklich so das letzte Licht, das in Europa noch leuchtete, dort in den einsamen Gegenden der Berge. Dort ist die Gemeinde Gottes hingeflohen und dort hatten sie angefangen, die Bibel auswendig zu lernen, die Bibel ihren Kindern beigebracht, und so sollten sie die Bibel bewahren in ihren Herzen, in ihren Gedanken und sollten die Bibel von Ort zu Ort in ganz Europa weitertragen. Eine gewaltige Arbeit. Nun, der Teufel war natürlich nicht begeistert davon, dass das Wort Gottes immer noch weitergebracht wird, dass immer noch Menschen gerettet werden, denn der Teufel, sagt der Christus, er war ein Menschenmörder von Anfang an. Nun, was wird er also versuchen? Er wird versuchen, diese Waldenser und Albingenser und wie sie alle heißen, auszurotten. Und die Bibel sagt hier in Offenbarung 12, Vers 15, und die Schlange schleuderte aus ihrem Maul der Frau Wasser nach wie ein Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen würde. Nun, die Schlange, wer ist die Schlange? Die alte Schlange, der Drache, der Teufel und der Satan ist eine gleiche Person. Sie schleuderte aus ihrem Maul der Frau, also der Gemeinde, Wasser nach wie ein Strom. Wasser, das waren Völker, Nationen, Sprachen, Stämme. Also der Teufel benutzt jetzt Völkerheere, um diese Frau zu jagen. Und das wurde gemacht. Er benutzte den Machtapparat Roms und später das Papsttum, also diese Staatsreligionsform, wo Staat und Kirche gemischt sind, und verfolgte nun all die treuen Anhänger Jesu. Nun, wie hat er das gemacht? Der Papst selber hat keine Armee gehabt. Also ich meine, die Schweizer Garde kennen wir heute, aber es ist keine Armee und die gab es damals auch noch nicht. Der Papst befehligte einfach die Könige in ganz Europa. Und jeder, der die Waldenser und die treuen Christen, die Heretiker, die Ketzer und wie sie alle geheißen haben, wer sie umbringt, der bekommt Sündenerlass oder irgendwie ein Obolus oder wird gut angesehen in der Kirche. Es wurde sogar gesagt, dass sie unter Gottes besonderem Schutz und Segen stehen, wenn sie dem Papst dienen. Nun, Soldaten zogen zu der Zeit zu Tausend durch Europa und haben diese verfluchten Ketzer gesucht, die Menschen, die treu auf dem Worte Gottes ihren Glauben basiert hatten. Und es kam so weit, dass nachher in der römischen Inquisition wirklich eine Glaubenspolizei gegründet wurde, die überall gesucht hat nach diesen Leuten, nach den Menschen, die die Bibel noch haben und die treu auf dem Worte Gottes stehen.
die Hexenverbrennung kam, die Inquisition. Die größten Verfolgungen waren vom 12. bis zum 16. Jahrhundert. Und da sollte dann was Besonderes passieren. Aber Christus hatte damals schon gesagt zu seiner Gemeinde, Offenbarung 2, Vers 10, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Sei getreu bis in den Tod. Und es sollte wirklich so weit kommen. Denn damals, im Jahre 1488, unter Papst Innozenz dem 8., wurde ein Dekret erlassen, alle Waldenser zu töten, wo immer sie gesehen werden, wo immer man ihrer habhaft werden konnte, sollten sie sofort umgebracht werden. Und jetzt gab es ein Massaker. Soldaten zu Tausenden zogen in die Alpen, haben die Täler besetzt, sind auf die Berge, auf die Gipfel aufgestiegen und haben alle Waldenser versucht einzufangen und haben viele von ihnen bekommen. Und die meisten dieser Treuen sind wirklich umgebracht worden in den päpstlichen Folterkellern, in den Bischofssitzen, in den Königshäusern und Gefängnissen, wo sie eingesperrt worden sind. Und es sah so aus, als würde das Licht in Europa verlöschen. Die letzten treuen Anhänger, die so fleißig gearbeitet haben über so viele Jahrhunderte hinweg, es sah so aus, als würden diese treuen Anhänger ausgerottet werden durch die Papstmacht, die sie so brutal verfolgt hat. Aber es sollte noch weitergehen. Es war nicht die Zeit für Gottes Volk, ausgerottet zu werden, denn Gottes Volk hatte noch etwas zu tun. Gott hatte seiner Gemeinde ja gesagt, die Welt soll erreicht werden. Und Gott würde einen Weg schaffen, um seine Gemeinde zu retten. Wir lesen den nächsten Vers hier in Offenbarung 12, Vers 16. Und die Erde half der Frau, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Maul geschleudert hatte. Interessant, oder? Der Drache nimmt hier den Platz ein, den die Schlange hatte. Denn die Schlange steuerte aus ihrem Maul den Strom und hier heißt der Drache war es. Also der Drache, die Schlange, der Teufel und der Satan sind alles die gleiche Figur. Das ist der Teufel hat versucht, Nationen und Völker und Sprachen hinter der Frau herzuschicken, also hinter der Gemeinde. Aber hier heißt es, die Erde half der Frau. Nun, wie hat die Erde denn der Frau geholfen? Die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom. Und was ist damals passiert? Nun, damals wurde ein besonderes Land entdeckt, nämlich Amerika. Zwei Kontinente, Nordamerika und Südamerika, wurden entdeckt und die sogenannte Neue Welt war zum Rettungsanker geworden, tatsächlich für viele, viele Christen hier in Europa, die unter Verfolgung litten. Es war damals 1492, als Christopher Columbus die Vorinseln entdeckte, in der Karibik, also noch nicht das Festland, aber die Vorinseln und später dann Amerigo Vespucci, nachdem auch Amerika benannt ist. Und als das Land entdeckt wurde, nun begann nach und nach die Besiedlung. Ganz spät im 15., im 16., im 17. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert, viele Leute flohen rüber. Sie flohen vor der päpstlichen Vormachtstellung in Europa, wo Staat und Kirche zusammenkamen. Und das wollten sie nicht. Und deswegen gingen sie rüber in die USA, die sie dann gründeten. Und dort in Amerika, ihre neue Welt, die sie in Besitz nahmen, dort wollten sie in Frieden, im religiösen Frieden leben. Sie wollten religiöse Freiheit haben und sie wollten ihren Gott anbeten, den Gott der Bibel. Nun, und so wurde die große protestantische Nation gegründet, die USA, die Vereinigten Staaten von Amerika. Erst einzelne Staaten und später kamen sie alle zusammen. Sie haben eine Verfassung erlassen und eine Verfassung geschrieben, die so fromm ist und so gottesfürchtig geschrieben ist, dass sie uns doch sehr, sehr selbst an die Heilige Schrift erinnert. Also religiöse Freiheit. Jeder Mensch soll seinen Glauben leben dürfen, wie er möchte. Man soll in Frieden miteinander umgehen. Die Verfassung der USA ist wirklich ein schönes Papier. Wir lesen mal Offenbarung 12, Verse 17 und 18. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Jetzt heißt es hier, dass der Drache zornig wurde. Naja, gerade eben sind viele, viele Protestanten geflohen. Er wollte sie alle umbringen, aber sie sind in die neue Welt geflohen, haben da einen neuen Staat gegründet, eine USA, einen riesigen und starken und kraftvollen Staat und eine absolut protestantische Nation. Der Drache war natürlich zornig über die Frau. Und er versuchte jetzt Krieg zu führen, also wieder sie in Krieg zu verwickeln. Und zwar genau steht hier die übrigen von ihrem Samen.
also der letzte Rest der Gemeinde. Also der letzte Rest der Gemeinde. Naja, die Weltgeschichte von Adam und Eva an, es war immer der Same der Frau. Es waren immer die Nachkommen, also die zum Volk Gottes gehörten. Und jetzt am Ende der Weltgeschichte sind es noch die übrigen von ihrem Samen. Und die sollen jetzt noch verfolgt werden. Und sie werden hier in besonderer Weise gekennzeichnet. Es sind nämlich die, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Die Gebote Gottes befolgen. Also die Gemeinde steht auf dem Mond, auf dem Worte Gottes. Daran wird Jesu Gemeinde immer erkannt werden. Es sind die Menschen, die seinem Wort folgen. Und dann heißt es hier noch, es sind die, die das Zeugnis Jesu haben. Ja, was ist denn dieses Zeugnis Jesu? Was haben diese Menschen? Wir lesen einmal Offenbarung 19, Vers 10. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Nun, Gott hatte seiner Gemeinde ja schon immer Propheten geschickt, immer Menschen geschickt, die die Zukunft vorhersagen. Also was wird passieren? Was erwartet die Gemeinde, damit die Gemeinde vorbereitet ist auf das, was da kommt? Und immer schon hatte Gott diese Propheten in seinem Volk. Und diese letzte Gemeinde scheint auch die Gabe der Prophetie zu haben, von der auch Paulus schon gesprochen hat. Also Menschen, die diese prophetische Gabe haben und die Richtung geben für die letzten Tage, die noch kommen. Und das ist auch genau das, was wir hier machen. Auch wir versuchen, die Prophetie zu studieren, das Zeugnis Jesu. Auch wir versuchen zu gucken, ja, was passiert denn noch? Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Also Christus wird bezeugt dadurch, dass in seiner Schrift die Zukunft vorhergesagt wird. Wenn wir das studieren, können wir wissen, das Wort ist wirklich von Jesus Christus. Nun, die Gemeinde Gottes, wir sehen sie hier auf dem Bild, das ist die Gemeinde Gottes, also die, wie Tertullus sie genannt hat, die Sekte des Nazareners. Eine Gemeinde, die auffällt dadurch, dass sie nicht ihre eigene Gerechtigkeit sucht, irgendeine Werksgerechtigkeit, sondern sie ist aus Glauben und aus Gnade gerettet. Sie ist gehüllt in die Gerechtigkeit Jesu Christi. Sie steht auf dem Worte Gottes, welches ihr Fundament ist. Und sie gibt dieses Wort anderen Menschen weiter. Sie ist ein Wegweiser für andere Menschen zu Christus. Das sind die Sterne ihrer Krone. So wird die Gemeinde dargestellt. Und Christus hatte gesagt in Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Nicht jeder, der sagt, es ist der Herr, denn das haben die Pharisäer auch gemacht, die Schriftgelehrten und die abgefallenen Priester, die haben auch gesagt, wir gehören zu Gott. Aber nicht jeder, der das tut, wird gerettet werden, sondern derjenige, der den Willen des Vaters im Himmel tut. Also wer nach dem Wort Gottes handelt, nicht nach menschlichen Traditionen. Und es gibt leider in allen Kirchen weltweit viele, viele menschliche Traditionen, die hineingekommen sind und die Gemeinden von innen kaputt gemacht haben. Oft wird auf die Tradition mehr gehört als auf das Wort Gottes. Aber in all diesen Gemeinden gibt es auch heute treue Nachfolger Jesu. Menschen, die ihr Leben auf die Bibel gebaut haben, auf den Felsen gesetzt haben, deren Fundament Christus ist und sein Wort. Denn Christus ist das lebendige Wort Gottes, wie es in Johannes im ersten Kapitel steht. In Lukas 12, Vers 32 lesen wir, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und Christus weiß, dass seine Gemeinde unter Schwierigkeiten leiden wird, dass seine Gemeinde angegriffen wird vom Teufel und dass der Teufel Staatsmacht benutzen wird, um das zu tun. Denn die Geschichte wiederholt sich. Damals hatten sich Staat und Kirche verbunden, um die Nachfolger Jesu umzubringen. Bei Christus schon. In der ersten Gemeinde genau das Gleiche. Und Geschichte wiederholt sich. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Auch wir werden am Ende der Zeit noch einmal sehen, wie sich Staat und Kirche miteinander verbinden, um das Volk Gottes auszurotten. Nun, Christus hatte uns Warnung gegeben. Und Christus hatte uns gesagt, fürchte dich nicht. Denn Gott möchte euch sein Reich geben. Haltet durch. Und er sagt hier in Johannes 16, Vers 33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und Christus sagt, habt keine Angst.
Ja, wir werden angegriffen in der Welt. Ja, der Teufel ist gegen uns. Er möchte uns am liebsten umbringen. Denn der Teufel ist ein Menschenmörder von Anfang an. Aber Christus sagt, fürchte dich nicht. Ihr sollt Frieden in mir haben. Ihr werdet Bedrängnis in der Welt haben, aber in mir werdet ihr Frieden finden. Und habt keine Angst, denn ich habe die Welt schon überwunden und ich werde euch helfen, die Welt auch zu überwinden, damit ihr eines Tages in mein Reich kommen könnt. Und für uns soll es auch so sein, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir das Volk Gottes sind, wenn wir seine Gemeinde sind, dann sollen auch wir die Kennzeichen seiner Gemeinde tragen. Auch wir sollen unseren Glauben nicht auf menschliche Tradition bauen, sondern unser Glaube soll beruhen auf dem Worte Gottes. Daran wird seine Gemeinde erkannt werden. Und wenn es auch dein Wunsch ist, dein Leben auf das Wort Gottes zu gründen, ein festes Fundament zu haben, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam dafür beten. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir dankbar dafür, dass wir gemeinsam in deinem Wort lesen durften und dass wir sehen konnten, wie deine Gemeinde aussieht. Wir konnten sehen, Herr, dass deine Gemeinde auf dein Wort baut und dass sie daran zu erkennen ist. Wir haben gesehen, dass du deine Gemeinde in deiner Liebe, in deine eigene Gerechtigkeit hüllst. Und Herr, wir möchten zu deiner Gemeinde gehören. Wir möchten dich bitten, dass du uns als deine Kinder in deine Gemeinde aufnimmst. Und bitte, Herr, erweise uns diese Gnade, dass auch wir in dieser dunklen Weltzeit leuchten dürfen wie Sterne im Himmel. Dass auch wir anderen Menschen den Weg zu dir zeigen und eines Tages alle gemeinsam in dein Reich einziehen können. Herr, wir wissen, dass wir auf dieser Welt Schwierigkeiten haben werden. Und der Teufel wird versuchen, viele von uns umzubringen und uns das Leben schwer zu machen. Aber Herr, du hast gesagt, dass wir in dir Frieden finden. Und Herr, so möchten wir zu dir kommen und möchten dich bitten, Herr, dass du unser Leben verwahrst, bis wir dich eines Tages in deiner Herrlichkeit sehen. Und hab Dank dafür. Im Namen Jesu. Amen. Vielen Dank, dass wir gemeinsam studieren konnten, dass wir gemeinsam uns diese Sekte des Nazareners, also die Gemeinde Gottes, angucken durften. Die Menschen, die Gott treu nachfolgen, indem sie das Volk seines Wortes sind, indem sie auf sein Wort bauen. Und ich wünsche mir, dass wir das auch sind. Dass wir Menschen sind, die unser Leben auf das Fundament des Wortes Gottes gründen. Es gibt da drin noch viel zu erforschen und vieles zu entdecken. Und so möchte ich auch euch jetzt einladen, dass wir auch beim nächsten Mal, in den nächsten Vorträgen, gemeinsam im Worte Gottes nach Schätzen suchen werden. Gottes Segen.